Ach, jetzt haben wir das geschafft hier. Cool. Da kann ich eigentlich die Sanitäter jetzt wieder raushauen. Und mir das Geld sparen. Ich speichere vorher nochmal ein bisschen. Weil da sparen wir uns wieder Lohnkosten. Oder sieht man das, wie viel das dann wäre? Na gut, ich meine 700 eingespart, ne? Mechanikerkosten könnte man ja vielleicht auch nochmal ein Stück. Wegnehmen. Laufende Kosten pro Stunde 7000. Nee, Quatsch, 700. Pro Stunde Mitarbeiter und pro Stunde fast 2000. Nee, da reißen wir das wieder ab. Hat den Reiz, dass mir das ein bisschen Geld gibt. Und die Mechaniker, die fahren wir auch noch ein Stück zurück. Damit laufende Kosten 10.000 pro Stunde. Das ist natürlich auch heftig. Machen wir mal 4. Dann ist das halbiert. Aber ich glaube, es gab hier noch irgendwo einen Technikerstand. Hier sind zum Beispiel nur 3 drin, das ist in Ordnung. Hausmeister sind auch nur 3 drin, das heißt ja mit 7 Techniker und Mechaniker herumlaufen, das müsste eigentlich ausreichen. Und schon gehen wir hier unten in den Gewinn rein wieder. Durch diese Einsparmaßnahmen. Oh, es sinkt aber die Besucherzahl richtig ab hier. Warum ist denn die Achterbahn immer noch nicht repariert? Einkommen pro Stunde 0. Mal, den konnte man doch aber auch irgendwelche Wege zuweisen, oder? Neue Patrouille. Wenn ich jetzt sage, kümmere dich hier um das Gebiet. Ist das dann jetzt hier mit drin, die Attraktion? Oder wie kann ich da jetzt reinklicken? Ist auch wieder keiner, ne? So, die inspizieren erstmal die Attraktion. Geht spazieren. So, jetzt müsste ich den doch aber irgendwie... irgendwen dort reinschicken. Vielleicht von der anderen. Du kannst ihn eigentlich schon auf Tour schicken, indem du ihn aufhebst und ihn absetzt. Umschalttaste und Mausrad kannst du dich durch. Ja, aber wie, ne? Wie kann ich denn die aufnehmen? Ach so, einfach mit der rechten Maustaste anklicken. Ja, dann sag das doch einfach. Dann nehmen wir hier den Don. Der lungert hier unten rum. Zack. Du machst jetzt das hier. Und reparierst jetzt endlich mal die Achterbahn. Dass es da mal weitergeht. Die war doch schon ewig nicht mehr gefahren, hä? Huh? Hier ist Zeug kaputt, warum reparieren die denn das nicht mehr? Warum wird das hier nicht repariert?
keinen Bock mehr. So, und warum lungert denn der Typ da schon wieder rum? Der soll einfach hier drin bleiben und das Ding immer mal ganz machen hier. Ich knall ihn jetzt. Achso, oh. Das Ding doch mal ganz. Jetzt knallt er dort unten hin. Ach, es ist doch. Wer weiß, was das wieder für ein Schmutz hier ist. Die Schleudergang ist auch immer noch kaputt. Warum wird das nicht repariert? Das Zeug macht einfach keinen Umsatz mehr, einfach weil es nicht mehr repariert wird. Ich glaube, da gibt es auch noch eine sinnvolle Möglichkeit. Jetzt, wir bauen das einfach neu. Kann ja echt nie sein. So, jetzt können die Leute wieder mitfahren, wenn sich der Rauch hier mal legt. Ist nur, haben die jetzt wieder ein Problem, dass die ja die Warteschlange nicht finden oder was? Das ist doch. Hey, das könnte mich echt hier. Dezent aufregen. Oh, das wollte ich gerade schon wieder sagen. Jetzt passt der Weg dort nie ran. So hier schräg vorbei, das geht. Okay. So, finden die das Ding jetzt vielleicht? Ja, die ersten gehen rein. Sehr gut. Achso, jetzt haben sie ja auch mal was repariert. Ist die Achterbahn hier oben repariert? Nee, ne? Das ist alles Geld, was da fehlt, ey. Warum nimmt denn der das nicht? Es ist doch einfach nur zum. Ich will diese komische Wartungsbude anklicken und nicht hier, mal auf Anweisungen. Ja, mach das doch jetzt mal hier ganz. So, Parkeinnahmen. Ey, das ist doch der größte Dreck hier. Warum wird das nicht mehr repariert? Was haben wir jetzt? 5x ein Souvenir für Kinder kaufen. Oh. Ich glaube, das Problem könnte sein, dass ich so viele Souvenirstände gar nicht habe. Warum zur Hölle wird diese Sache nicht mehr repariert? Was kriege ich denn wieder, wenn ich das abreiße? 7000, das reicht aber nicht für 5.
Buden noch. Ja, ich weiß, dass Kanonenkugel kaputt ist, aber wenn halt keiner hingeht und das repariert. So, was wir machen, das jetzt anders. Weg damit. So, es spielt wieder eine Gedenkminute, bis das hier abgerissen wird. Das Spiel ist einfach so der letzte Dreck. Ich will den Weg abreißen und dann erstmal so keine Rückmeldung. Oh, jetzt lass erstmal drüber nachdenken. Mache ich das jetzt nur oder hänge ich mich fest? Es ist doch einfach nur der größte Dreck, ey. Wie kann man denn das Spiel so dermaßen scheiße programmieren? Ich glaube, das war es jetzt auch schon wieder. Keine Rückmeldung. Naja, wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück. Natürlich an der Stelle, wo das hier mit dem Weg war. Also müssen wir es einmal neu bauen. So, dann waren wir stehen geblieben und diese komische Achterbahn hier abgerissen. Oh, warte mal, was ist denn jetzt los? Ist die plötzlich repariert? Oh, jetzt ist wieder dunkel. Ist die plötzlich repariert? Jetzt müssten halt noch die Leute damit fahren, ne? Wenigstens mal diesen anderen Kredit kriegen könnte, dass man mal versteht die Achterbahn dort an der Stelle auch einfach scheiße, dass dort niemand rankommt. Vielleicht müsste man die abreißen und hier hinstellen, dass da ein bisschen mehr Betrieb ist. Eventuell jetzt sind alle Attraktionen anscheinend erstmal wieder repariert. So, jetzt kommt der Zug, Spielzeugspenser.